Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Culber Teardrop Trailer. Ich freue mich, euch heute den neuen Culber Woody vorstellen zu dürfen. Ein kleiner, schöner Wohnwagen mit vielen Ausstattungsmöglichkeiten und sehr vielen Optionen. Wenn wir nach vorne gehen, sehen wir die Deichsel, die Kupplung, die Auflaufbremse, die Handbremse, das Bremsseil und das Stützrad. Alles natürlich serienmäßig bei Culber. Die Marken Nieper, Knott und Alco sprechen für Qualität. Die optionale Deichselbox ermöglicht es euch, mehr Gepäck zu verstauen. Hier haben wir den optionalen Fahrradträger von Thule für zwei Fahrräder. Und wie ihr seht, passt er trotz Cargobox genau auf die Deichsel. Sehen wir uns doch mal die Seitenwände an. Was einem gleich ins Auge fällt, ist die hohe Verarbeitungsqualität und das edle Design. Die äußeren Seitenwände des Woodys bestehen aus baltischen Birken-Multiplex-Platten und können mit verschiedenen Holzmaserungen verziert werden. Das, was wir hier sehen, ist Palisander, unser Standardmuster für die Woodys. Die Außenwände sind doppelt mit wasserfestem Epoxid beschichtet. Die gleiche Beschichtung, die man auch für Boote verwendet. Dadurch sind die Seitenwände sehr gut gegen Wasser geschützt. Das Dach besteht aus eloxiertem Aluminium und widersteht selbst widrigsten Wetterbedingungen. Die Kederleiste aus Aluminium kann jedes normale Vorzelt aufnehmen, das über eine Standard-Kederleiste verfügt. Gucken wir uns mal die Isolation der Kabine an. Ich habe hier einen Querschnitt von der Seitenwand, ungefähr 44 mm dick, besteht aus Multiplexplatte, Polystyrol und wieder Multiplexplatte. Dieser Polystyrolstaum ist ebenfalls im Dach und in der Bodenplatte verbaut, sodass die komplette Kabine voll isoliert ist und euch sowohl vor Hitze als auch Kälte schützt. Die Kotflügel sind aus GFK gefertigt. Hier haben wir eine Belüftung in der Seitenwand. Das ist die Standard Campingsteckdose wie an jedem Wohnwagen, um die Batterien zu laden oder die Kabine mit Strom zu versorgen. Und optional haben wir hier eine kleine Steckdose, um eine Solaranlage einzukoppeln. Kommen wir zu den Türen. Die Türen lassen sich fast 180 Grad öffnen und sind seitlich sehr schön abgedichtet, sodass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Die Türen verfügen ebenfalls über Schiebefenster, ein Mückenrollo und eine Jalousie. Hier unten haben wir noch ein schönes Netz. Die Türen lassen sich natürlich von außen sowie auch von innen verschließen. Der Woody wird serienmäßig mit 13 Zoll Felgen und Ganzjahresreifen ausgeliefert. Auf Wunsch könnt ihr natürlich auch Aluminiumfelgen bekommen. Kommen wir als nächstes zur Küche. Wie ihr seht, haben wir hier eine kleine, aber feine Küche mit allem, was man braucht. Erstmal die Beleuchtung. Hier haben wir ein schönes kleines Waschbecken mit einem Wasserhahn und zugehöriger Wasserpumpe natürlich. Der Wassertank befindet sich hier unten. Zusätzlich habt ihr natürlich Stauraum hier unten. Dann haben wir eine größere Schublade für zum Beispiel Besteck. Eine kleine Schublade, wo wir serienmäßig ein sehr schönes Schneidbrett verstecken. Hier einen kleinen Schrank, damit ihr zum Beispiel Teller oder Tassen verstauen könnt. Hier seht ihr den Solarregler, der optional erhältlich ist. Hier haben wir den Auszug für die Kühlbox, auch optional. Das ist eine Kompressorkühlbox, mit der ihr eure Lebensmittel sogar einfrieren könnt. Hier haben wir ebenfalls nochmal einen kleinen Tisch. Und so könnt ihr natürlich den Küchenbereich deutlich erweitern. Und zusätzlich habt ihr nochmal mehr Stauraum.
So, ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal den Innenraum des Kulba-Woodies an. Alles sehr schön in Holz gehalten, super gemütlich. Als erstes fallen einem gleich die zwei Kleiderhaken ins Auge. Dann haben wir doch sehr große Schränke, um genügend Kleidung unterzubringen. Hier haben wir eine schöne Ablage mit der Stromversorgung und einer indirekten Beleuchtung, die ich hier per Knopfdruck stufenlos steuern kann. Hier haben wir was ganz Cleveres, eine Schublade, die gleichzeitig Ablage wird und, wenn man sie aufklappt, einen Schminkspiegel zutage fördert. Am Kopfende haben wir hier oben nochmal ein sehr schönes Regal, ein dreigeteiltes Regal, wo man eben nochmal kleine Utensilien unterbringen kann. Dann haben wir auf jeder Seite Leselampen, jeweils mit USB-Port, um sein Handy laden zu können. Eine sehr schöne Rückenstütze, die einen sehr schön unterstützt, wenn man quasi im Kulba sitzen möchte. Und hier oben haben wir noch ein Fenster natürlich, um zu lüften, welches ebenfalls mit einem Moskitonetz und einer Verdunklung ausgestattet ist. Zusätzlich natürlich ebenfalls eine LED-Beleuchtung integriert. Unter der dreiteiligen Matratze befindet sich weiterer Stauraum. In dieser Schublade haben wir die Elektrozentrale, Batterie, Ladegerät, Sicherung und 220 Volt Sicherung. Auf der rechten Seite befindet sich weiterer Stauraum. Ja, ihr seht, der Kulba Woody ist ein sehr kleiner, kompakter Wohnwagen mit einer Höhe von nur 1,86 Meter, passt damit auch in jede Garage oder Tiefgarage. Er hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 Kilo, kann damit von so gut wie jedem Auto gezogen werden, speziell auch von Elektroautos. Ja, zusammenfassend ist zu sagen, egal ob ihr damit auf große Reise gehen wollt oder einfach nur das Wochenende verbringen wollt, ist der Kulba Woody definitiv eine Option, die ihr euch ansehen solltet. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, guckt auf unsere Website. Folgt uns auf Instagram, YouTube und auch Facebook.